moin und herzlich willkommen zurück auf meinem stillen Örtchen. Am morgigen Dienstag veröffentlicht Warner Bros. Animation den Film Justice League War, den 18. in einer langen Reihe von Animationsfilmen in und um das DC-Universum. Und ich werde über keinen einzigen davon heute sprechen. Aber vielleicht mache ich das ja mal in einer der zukünftigen Folgen oder tue mich sogar mit dem Obermeier zusammen, um das Thema mal im Rahmen einer Folge Let's Watch abzuhandeln, wenn ihr da Bock drauf hättet. Aber zurück zum heutigen Thema. Denn Justice League War ist der erste Film aus dieser Reihe, der auf einem Comic aus dem neuen DC-Universum basiert, auch The New 52 genannt. Neues DC-Universum? 50 what? Ganz genau. Im August 2011 beendete DC alle ihre monatlich erscheinenden Comics mit dem Event Flashpoint, in dem der Flash Barry Allen aus Versehen ein wenig Unruhe ins Raumzeitkontinuum bringt. Aber wie in Comics üblich sieht am Ende natürlich doch das Gute und alles ist wieder beim Alten, aber eben nicht! Denn jetzt sind plötzlich Charaktere von Jim Lee's Wildstorm-Universum mit am Start und übrigens, hier sind auch noch welche von Vertigo. Gut durchschütteln und tada! Und so startet er einen Monat später also das neue DC-Universum mit 52 Serien, die alle mit einer neuen Nummer 1 erschienen. Selbst Serien wie Action Comics und Detective Comics, die seit den 30er Jahren immer ihre Nummerierung fortgeführt hatten und schon bei Heft 904 bzw. 881 waren, wurden neu gestartet. Denn das war der Eindruck, den man dem Leser vermitteln wollte. Alles ist neu, alles auf Anfang. Und auf eine gewisse Art und Weise stimmte das ja sogar. Neue Autoren, neue Zeichner, ein neuer Status quo. Superman zum Beispiel ist und war nie mit Lois Lane verheiratet. Und sein erstes Kostüm waren T-Shirt, Jeans und ein kleines, niedliches, rotes Cape. Ich weiß, Kleinigkeiten. Ach übrigens, Barbara Gordon sitzt nicht im Rollstuhl und ist Batgirl. Wie jetzt? Und Killing Joke soll nie passiert sein? Doch, doch. Aber damit begannen die Probleme, die DC zumindest zum Start hatte, ja erst. Denn die Lektoren wollten sich von einigen Geschichten aus der langjährigen Historie des Verlages einfach nicht verabschieden. Was im Grunde ja auch nachvollziehbar ist, aber für uns Leser das Ganze sehr problematisch macht, wenn man von einem neuen Universum redet, aber keine Ahnung hat, welche alten Geschichten passiert sind oder nicht. Zum Beispiel sollen die Batman-Geschichten Death in the Family und Killing Joke in dieser Kontinuität tatsächlich passiert sein. Aber was sonst noch? Soll heißen, Barbara war nach dem Angriff des Jokers zwar querschnittsgelähmt, es geht ihr jetzt aber besser? So sieht es jedenfalls aus. Aber die Redakteure konnten auch andere Fragen nicht beantworten. Und zwar nicht von uns Lesern, sondern sogar von ihren eigenen Autoren. George Perez verließ den Titel Superman bereits nach wenigen Ausgaben wieder, weil ihm niemand innerhalb von DC sagen konnte, ob die Adoptiveltern von Clark Kent, Jonathan und Martha, in dieser neuen Kontinuität noch am Leben waren oder nicht. Rob Liefeld, James Robinson, alles Künstler, mit denen es sich DC verscherzt hat wegen ihrer Verplantheit. Na gut, um Liefeld ist es nicht wirklich schade. Aber unterm Strich war dieser Neuanfang für DC definitiv ein Erfolg. Die Verkaufszahlen stiegen wieder und auch das Konzept, die Hefte zeitgleich digital zu veröffentlichen und den Preis der digitalen Ausgabe bereits nach einem Monat zu senken, kam bei alten und neuen Lesern sehr gut an. Und was man auch einfach nicht vergessen darf, unter diesen 52 ersten Heften waren ein paar erstklassige Comics dabei. Gut, sie waren nicht alle so überraschend anders wie Jeff Lemire's Animal Man oder Scott Snyder's Swamp Thing, aber Brian Azzarello's Wonder Woman und insbesondere Scott Snyder's Zusammenarbeit mit Greg Capullo für Batman sind definitiv erwähnenswert und da sollte man mal einen Blick drauf werfen. Und das machen wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben. Heute möchte ich aber noch von euch wissen, ob euch so ein Blick hinter die Kulissen überhaupt interessiert oder halt eher nicht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. In diesem Sinne, der Blitz hat euch lieb. Weitermachen!